Nach der Eroberung des vornehmlich von Armeniern bewohnten Gebiets Bergkarabach im Südkaukasus durch Aserbaidschan bleibt die Lage in der Konfliktregion angespannt. Der aserbaidschanische Außenminister sagte, sein Land sei bereit, die Karabach-Armenier als gleichberechtigte Bürger zu integrieren. Dennoch haben Zehntausende Armenier in der Region Angst vor Vertreibung und Unterdrückung. Russlands Außenminister Sergei Lavrov sieht dafür keinen Grund. Viele Armenier beschuldigen ihre traditionelle Schutzmacht Russland, sie im Stich gelassen zu haben. Während der kurzen Kämpfe wurden armenischen Angaben zufolge mehr als 200 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt.